herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem This is Billig YouTube-Kanal. Ich bin gerade am Autofahren, aber trotzdem dachte ich mir, wir leiten das Ganze hier schon mal ein. Heute geht es nämlich los mit dem Thema Innenausbau, Schranksysteme, die hier hinten rein sollen und so weiter. Und dafür sind wir gerade auf dem Weg zu der Firma Stölger, um uns da ein bisschen Holz abzuholen. Das hatten wir jetzt im Vorfeld alles schon mal ausgemessen, so wie wir uns das gedacht haben. Und die haben uns die Platten schon mal so zusammengeschnitten, dass wir, wenn wir richtig gemessen haben, das Ganze nur noch zusammenbasteln müssen. Bin gespannt, was da rauskommt. Das ist der erste Versuch. Wir wollen nämlich das ganze System, was wir hinten reinzimmern, so modular aufbauen, sodass man die Schränke auch jederzeit wieder rausnehmen kann. Und genau darum wird sich das heutige Video nämlich drehen und handeln. Rund ums Thema Holz, Innenausbau und so weiter. Also, dranbleiben. So, wir haben hier Birke 12 mm stark. Ja, weil die Pappel war uns doch qualitativ zu minderwertig. Die ist zwar das leichteste Holz, was auch viele verwenden, aber die Birke ist doch nochmal stabiler und wir haben hier eine Multiplex-Platte. Ja. So, da sind wir an der Scheune angekommen. Der Plan ist es, einen solchen Kubus, Korpus, wie man es auch immer nennen will, zu bauen. Korpus, der dann hinten auf der oder hinter der Fahrerseite auf dem Radkasten drauf sitzt. Dafür haben wir uns halt die Teile alle ausgemessen im Vorfeld, soweit wir das irgendwie machen konnten. Legen uns die Teile jetzt einmal zurecht, die Holzbretter, die wir hier ausschneiden lassen haben. Gucken mal, wie das alles funktioniert und dann versuchen wir mal das irgendwie zusammenzubauen mit Gehrung und versteckten Schrauben, so dass es auch am Ende des Tages ganz schick aussieht. Meine Frau ist guter Dinge, ich bin ein bisschen noch am Überlegen. Holz ist nochmal ein anderes Thema als der Rest von diesem Auto. Das läuft alles. So, Tobi zerlegt jetzt das erste Teil. Ich hoffe, es geht nicht schief. Wenn, wäre es jetzt auch nicht weiter wild. Es ist ein kleines Stück Holz und daran probieren wir uns jetzt und schneiden sozusagen um den Radkasten rum. Mal gucken, ob wir richtig gemessen haben. So, was ist die größte Herausforderung dabei? Dass der Phasenfräser leider 2 mm zu kurz ist. Also wir haben hier so eine ganz leichte Kante und das ist so ein bisschen doof. Und ich glaube, er ist aus seinem Stumpf, was auch ein bisschen doof ist. Weil ja, der fackelt ganz schön, oder? Sagst ja. Du? Ja, es ist. Das ist so gerade. Das ist jetzt gerade die Herausforderung. Und wir versuchen halt... Ja, wir versuchen hier eine 45 Grad Gehrung zu machen, damit wir keine hässliche Kante haben vom Schrank. Wir müssen halt hier oben jetzt aber so ein bisschen das, was hier der Fräser nicht schafft, noch einmal so ein bisschen nacharbeiten. Aber ich finde, es sieht gut aus. Oder? Für absolute Anfänger? So, man muss halt einfach dazu sagen, dass weder Jasmin noch ich großartig Erfahrung haben mit dem Umgang oder mit dem Zusammenbauen von Holzkästen, wie auch immer man es nennen will. Und das, was wir jetzt hier gerade machen, schon eine gewisse Herausforderung ist. Von daher hoffe ich, dass das alles irgendwie was wird und wir da am Ende ein schönes Ergebnis erzielen können. Aber es sieht soweit ganz gut aus. So, mittlerweile haben wir noch eine Riesenbestellung aufgegeben bei Stölger. Da bekommen wir unser Holz her. Oder haben wir unser Holz bestellt. Das ist eine Firma, die hier einfach in der Region sitzt. Und genau, Jasmin ist gerade da hinten alles am Messen. Das ist so die Vorgehensweise, dass wir quasi erstmal unsere einzelnen Module so zusammenlegen, wie wir sie brauchen, beziehungsweise wie wir das Holz bestellt haben. Und genau, danach geht es dann weiter mit, genau, die Gehrung halt überall reinsetzen, Löcher bohren, alles vorbereiten, lackieren. Wir wollen nicht die ganzen Bretter streichen. In einem beige-sandcreme-Ton wollen wir die alle streichen, was dafür sorgt, dass sie einfach gegen Feuchtigkeit und so weiter geschützt sind. Von daher fangen wir jetzt erstmal an, quasi Step für Step alles zu sortieren, dann alles zu mit einer Gehrung zu versehen, dann zusammen zu leimen, zu streichen und so weiter. Wie genau wir da vorgehen, wissen wir noch nicht. Wir werden, glaube ich, auch erstmal Part 1 fertig bauen und dann geht's weiter.
So, wir haben jetzt gerade einmal noch ein paar Probeschnitte veranstaltet für unser Brett, denn da sollen ja Aussparungen rein oder Ausschnitte rein und da haben wir halt nur einen Versuch für das ganze Brett, beziehungsweise um es richtig zu machen und ja, dementsprechend haben wir noch mal ein bisschen geübt, denn wir fangen an quasi ein solches Modul zu bauen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Das wird quasi der erste Part sein, der dann hinterm Fahrersitz unten auf dem Boden sitzt und der dann dafür sorgt, dass wir da oben drauf quasi aufbauen können. Genau, dafür werden wir jetzt anfangen, hier einmal dieses Brett auszuschneiden, beziehungsweise da die Löcher reinzuschneiden, wo dann Luken reinkommen, um dort einfach Stauraum zu haben. Drückt uns die Daumen, dass das alles glatt geht. Wir haben, glaube ich, eine ganz gute Technik entwickelt, wie man das gut macht. Und welche das ist, wie die aussieht, das werdet ihr jetzt sehen. So, das wollte ich sagen. So, das ist halt komplett auf gut Deutsch, denn man hat nur eine Chance. Wenn man diese verkackt, kann man ein komplett neues Brett kaufen, was erstmal Geld kostet, Arbeitszeit, weil man fängt von allem von vorne an, egal ob es eine Gärung ist oder. Und das Brett ist im Arsch, man muss alles neu messen und so weiter. Das heißt, es gibt nur diese eine Chance und die muss man richtig machen. Von daher ist schon nicht ohne. Du machst das bisher sehr, sehr gut. Danke. Richtig geduldig, eigentlich ist er das nicht. Nee, ich bin eher der ungeduldige Mensch. Bist du richtig geduldig? Ja, ich fahre mich runter. Meditation. So, wir sind gerade dabei. Wir haben gerade einmal den ganzen Kubus oder Korbus ins Auto reingestellt, ob es passt. Und jetzt sind wir gerade dabei, in die Boden- und in die Deckenplatte eine Fräsung reinzusetzen, sodass wir die Trennwände, dass man die damit reinschieben kann und die wieder dem Ganzen nochmal Stabilität bekommen. Ich glaube, es ergibt erst Sinn, wenn wir das alles fertig gemacht haben und dann versteht ihr auch, was wir meinen. Aber trotzdem zeigen wir euch, was wir machen und wie wir es machen. So. Der Schrank geht voran, es hält auch alles. Wie glücklich bist du? Ich bin richtig, richtig happy, weil es hat wirklich bis jetzt alles gut funktioniert. So zwei Kleinigkeiten, wo wir jetzt im Nachhinein gesagt haben, oh. Dumm. Ja, aber das, an sowas denkt man nicht, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber das ist nichts Wildes, also wirklich, das ist halt so ein optisches Ding. Und zwar haben wir ja hier eine Einfräsung gemacht, damit wir die Trennbretter hier reinschieben können. Und wir hätten sie... Nach hinten ist es egal, aber nach vorne hätten wir nicht ganz durchfräsen dürfen, denn damit vorne halt eine schöne Kante ist und jetzt nicht man die Einfräsung sieht. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Da hätte man von hinten reingeschoben und vorne wäre aber gut gewesen. Ist wie es ist. Machen wir vielleicht noch ein Holzstück zwischen, so dass man sich mehr sieht und verleimen lässt. Und dann haben wir ja, die ganzen Teile werden noch miteinander verleimt, die Holzteile, und trotzdem werden, also verschrauben und verleimen zum Teil so nichts. Und dafür haben wir uns zum Beispiel so einen Bohrer besorgt. Der ist ganz cool, weil mit dem man bohrt und senkt auch direkt ab, so dass die Schrauben hier bündig im Holz verschwinden. Kannte ich gar nicht. Senkbohrer kanntest du nicht? Nee, also in der Kombi. Ach so, ja. Kannte ich das nicht, das ist ganz cool. Ja, das ist echt cool. Und dann sieht das Ganze bald schon ganz cool aus. Das sieht mega aus. Es ist geil. Tischler? Wir sind Tischler. Ab sofort könnt ihr uns buchen. Ich war halt, ob wir richtig gemessen haben. Das ist schon echt pervers. Wir sind so gut. Alter. So, hier seht ihr einmal das fertige Ergebnis von der gestrigen Arbeit. Ja, ist ganz nett geworden. Wir sind sehr happy damit. Wir haben hier sogar noch Aussparungen richtig reingeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob ich das gestern noch erzählt habe. Wo dann Trennwände reinkommen und so weiter. Und dann sieht das Ganze so
erstmal aus. Und jetzt sind Jasmin und ich schon dabei und bauen hier quasi die Rückbank weiter. Gucken, wie das wird. Die ist gestresst. So, ich habe gerade festgestellt, dass es doch ganz schön viel noch ist, was ich da laber und zeige und so weiter. Von daher wird es nächsten Sonntag mit Part 2 quasi weitergehen. Vielleicht werden es sogar 3 Parts, bin ich mir noch gar nicht so sicher. Wird es auf jeden Fall nächsten Sonntag um 18 Uhr mit einer weiteren Folge zum Thema Campingumbau weitergehen. Von daher, falls ihr die nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu klicken, damit ihr benachrichtigt werdet, soweit das Video um 18 Uhr online geht. Und eins kann ich euch schon mal verraten. Uns geht noch ein bisschen was schief, von daher wird noch interessant mit dem Holzausbau, auch wenn bis zu diesem Zeitpunkt, wo das Video jetzt endet, alles soweit gut gelaufen ist. Also einschalten nicht verpassen, abonnieren nicht verpassen. Falls ihr irgendwas gesehen habt, was euch gut gefallen hat oder was euch nicht so gut gefallen hat oder was wir besser hätten machen können, schreibt es uns von unten in die Kommentare. Das ist auch immer ganz nice. Und jetzt würde ich sagen, tschüss, macht euch noch einen schönen Abend und einen schönen Start in die Woche morgen.